Hallo, mein Name ist Matthias Pleger. BASIC ist unser Projekt zur gemeinsamen Sozialraumgestaltung oder kurz in guter Gesellschaft. Das ist das Dorf Rollack und hier leben wir und arbeiten auch hier. Das hier sind, das sind zwei unserer Häuser, wo Menschen mit Assistenzbedarf wohnen. Und die Einrichtung gehören. Bereits 2008 hat Rollack einen Preis gewonnen. Gemeint ist hier vorbildlich Zusammenleben mit Menschen mit Assistenzbedarf. Da hinten, was im Hintergrund zu sehen ist, ist die Kirche von Rollack. Da trifft sich manchmal die Einrichtung und machen da ihre Sonntagsfeier. Unser Projekt möchte Menschen miteinander verbinden. Rollack ist auch für Pferdefreunde ein Ziel. Rollack ist ein idyllisches Dörfchen, in dem man sich wohlfühlen kann. Eva, wie geht's denn dir jetzt? Jetzt machen wir unsere erste Zukunftswerkstatt heute. Wie geht's dir? Wunderbar. Wunderbar? Ja. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ein bisschen. Musst du eigentlich auch was machen bei der Veranstaltung? Hast du eine Aufgabe? Ich weiß es nicht. Doch. Was haben wir vorhin besprochen, was du machst nachher? Tentaraufteilansage. Die Plakate, ne? Ja. Genau, wir haben nämlich 5 Plakate dabei und die wollen wir den Menschen zeigen. Und ja, die sagt die Eva an. Ja. Bernd, willst du auch noch dazukommen und kurz was sagen? Ja. Ja? Darfst auch dafür kurz die Maske abnehmen. Bleib einfach ein bisschen entfernt von mir. Wie geht's dir denn heute? Gut, gut. Und freust du dich jetzt, dass hier Gäste kommen? Ja, das ist auch schon schön, dass hier, hier die Einrichtung und hier die Umgebung sich mal richtig ein bisschen attraktiv sich macht. Genau, dass sie sich attraktiv macht. Zumindest das Ziel. Ob wir es werden, das sei dahingestellt, gestellt, aber da bin ich auch zuversichtlich, dass wir es werden. Aber sie versucht es jedenfalls, sich attraktiv zu machen. Attraktive Region, das ist doch eine gute Überschrift. Genau. Danke, Bernd, super. Aber gerne doch, Sonja. Und Eva, jetzt ist deine Nummer, deine Stunde. Wir haben dafür nämlich 5 Plakate vorbereitet. Und die Eva stellt sie mit meiner Hilfe jetzt mal vor. Das sind unsere Haltungen, die wir uns wünschen. Ja? Also, nimm nochmal das von links auf den Boden und dann nimmst du dir das erste und zeig es mal. Dann sagst du, was man sieht. Herzen. Was sieht man? Herzen, genau. Und was heißt das? Herzen, wofür stehen die Herzen? Für die Zukunft. Für die Zukunft? Ja. Oh ja, die stehen für die Zukunft. Und wir haben immer auf jedes Plakat ein einfaches Wort und ein Wort in einfacher Sprache und eins in schwieriger Sprache geschrieben. Und da steht, lest mal vor, Eva. Ja. Ja? Achtsam wollen wir miteinander umgehen und das schwierige Wort, das Fremdwort ist respektvoll. Jetzt kannst du es einmal in die Mitte legen, dann vergessen wir es auch nicht. Ja, dies hier ist unser Küchengebäude. Hier wird das Essen für die Einrichtung gekocht. Und jetzt gehen wir da rein und tun mal die Eva fragen, was sie so macht. Hallo, hallo Eva, würdest du bitte über deine Arbeit erzählen, was du hier machst und was es heute gibt zu essen? Heute gibt es Tomatensoße und Siebe und Tomate und Lude. Woher kommt die Tomaten? Daterei.
Macht dir die Arbeit Spaß, so ein bisschen in der Küche, oder ist das manchmal auch stressig? Manchmal. Manchmal stressig. Eva, kannst du uns sagen, für wie viele Leute du kochst ungefähr? 48. 48. Gut. Also ich heiße Bernd Meissner. Ja, und ich habe auch mich entschieden, hier bei diesem Basic-Projekt mitzuwirken, eben halt, um eben halt das ein bisschen populärer hier, die Einrichtung. Das also Einrichtung, die hier in Rohrlach das dann auch ein bisschen populärer zu machen. Das, genau, okay, dass die Mützi schon nach Kräften hier das richtig Anklang zu finden, populär zu sein. Und, aber das muss auch ein bisschen, und das darf ja nicht nur hier nach Rohrlach und im Temnitztal das hier das verbleiben, sondern das muss auch ein bisschen noch regionaler werden, dass wir populärer werden. Gut, wo wir uns jetzt hier befinden, das ist die Tischlerei der Werkgemeinschaft Berlin-Brandenburg. Na gut, das war ein bisschen geprahlt, der Außenstelle Rohrlach eben halt. Und das ist hier die Holzwerkstatt, hier im schönen Temnitztal. Also seht ihr hier entstehen K2-Stände und das hier in dem Fall ist ein K4-Stand. Das ist also ein doppelt zusammengefügter K2-Stand, also K4-Stand folglich. Und, genau, und das ist ein ganz schönes Prozedere, bis die so ausschauen, wie man sie hier sieht. Und das sind x Durchgänge, die da vollbracht werden müssen. Es fängt beim Zurechtsägen an und dann wird es auf eine bestimmte Dicke wird es dann zurechtgehobelt und dann werden die Kanten eben halt noch besäumt und dann kommt mein Part, dann mache ich das Ausdübeln der Harzgallen und dieser Hobelausschläge. Gut, ihr habt schon gehört, das ist ein ganz schönes Prozedere, bis solch ein Marktstand dann. Was ist für dich eine gute Gemeinschaft? Ja, dass man gut miteinander zusammenarbeitet und lebt und dass das alles richtig gut harmonisiert. Und dass das möglichst, okay, das kriegt man nicht hin, dass man konfliktfrei wird man wohl eher nicht hinkriegen, aber dass zumindest konfliktarm alles ist. Was wünscht ihr euch für Rohrlach und für die Einrichtung? Also was ich mir wünsche, einen neuen Schuppen. Und ja, das ist alles. Was für einen Eindruck haben Sie von dieser Veranstaltung? Einen sehr positiven. Ich sehe das als Fortschritt jetzt auch für unser Dorf Rohrlach, dass wir wirklich auch Inklusion leben können und nicht immer nur drüber sprechen. Und wir für die Zukunft, denke ich mal, auch mehr im Austausch sind.
Also das hier ist die Vollkornbäckerei. Hier wird Brot gebacken für Rollack und Berlin teilweise. Und ich kaufe hier manchmal auch meine Sachen ein und das Haus auch. Hallo Matthias. Hallo. Ich bin der Freitisch. Bitte. Wie immer, ja? Ja, wie immer. Ich bin die Sonja von Anthropoi Bundesverband und ich habe gerade ein super tolles Gespräch mit dem Bäcker vom Dorf. Und der nimmt jetzt die Maske ab, weil er sonst nicht ordentlich reden kann. Genau. Ja, hallo. Und jetzt hat er sogar erzählt, was er gerade als neuestes Projekt hat, nämlich die Bäckerei hier hat sich erweitert. Willst du es nochmal sagen, ja, Volker? Naja, wir haben seit März eine Filiale in Neuruppin am Rheinsberger Tor, sehr, sehr dicht dran. Mhm. Man spricht ja eigentlich dorthin, wenn man interviewt wird. Genau. Also ich fange nochmal an. Wir haben seit März eine Filiale am Rheinsberger Tor in Neuruppin mit Schaubäckerei. Und da ist eine Konditormeisterin, die richtig ganz normale Sahnetorten und Cremetorten und alles Mögliche macht. Aber in Bioqualität. Und in Demeter und, auch? Naja, Demeter ist schwierig. Das geht natürlich dann nicht mehr so. Aber die Brote sind natürlich viele in Demeter und großartig. Und, so, ja. Und wird es gut angenommen von der Bevölkerung? Ich würde das ja schon als ein Inklusionsprojekt bezeichnen, oder? Wenn der Dorfbäcker hier aus dem kleinen Rohrlack-Küche sich in der Stadt Neuruppin einnistet. Wir haben tatsächlich ein bisschen Inklusion. Ja, da ist nämlich jetzt eine Azubine, die sonst keine Chance hatte auf dem Bildungsweg. Ja, du meinst, die haben auch jetzt. Menschen sind auch inkludiert. Ja, ja. Cool. Also nicht nur, ich finde aber das Unternehmerische auch so inklusiv, ne? Zu sagen, wir erweitern unseren Raum und wir gehen in den Sozialraum und backen nicht nur für unsere Leute im Dorf. Mhm. Das hat ja auch schon so eine öffnende Geste. Wunderbar. Gut. Danke. Na dann Volker. Bis auf nächstes. Bis die nächsten Stunden. Ja, genau. Was erwarten Sie sich jetzt von diesem Gespräch? Dass das Gespräch weitergeht, dass wir aus den Ansätzen, die hier waren, weiter miteinander denken und mehr Leben wieder in die Dörfer bringen. Und einen Zusammenhang unter den Dörfern, zwischen all den vielen Akteuren, die es in den Dörfern gibt. Wie finden Sie das Wort Inklusion? Das ist ein Schlagwort, was überall ist. Und wie finden Sie das Wort? Oder würden Sie das auch anders benennen? Ich würde es für mich miteinander leben nennen. Also für mich ist das eine Alltagssituation. Ich komme aus einer Familie, wo Inklusion von Anfang an gelebt wurde. Was nehmen Sie jetzt mit so aus Fichel und aus dieser Sitzung? Sicherlich einige Nächte ruhigeren Schlafes, weil ich weiß, in zwei Dörfern passiert wieder was Positives. Die Menschen entwickeln miteinander Ideen. Das nehme ich mit. Für uns auch als Kirchengemeinde die Überlegung, welche Rolle spielen wir da drin? Welche wollen wir spielen? Was können wir mit einbringen?